I'm Pascal from Neutrality Studies, and I'm here today with a heavyweight of Swiss politics. I'm joined by former federal councillor Christoph Blocher, who was the head of the Federal Department of Justice and Police, Switzerland's Ministry of Justice, from 2004 until 2007. Councillor Blocher, born in 1940, was and still is also a businessman. He became the head of a chemical company in the 1970s and acquired a majority stake in the firm. He soon joined Swiss politics, more precisely the liberal conservative Swiss People's Party. He was elected to the Cantonal Council of Zurich in 1975, and only 4 years later into the lower chamber of Switzerland's national parliament, where he remained a lawmaker until his elections into the country's highest office, the Federal Council, in 2003. Councillor Blocher is famous for his outspoken style of doing politics. He has many opponents, but just as many supporters. For instance, he played a pivotal role in the 1992 public referendum in which 50.3% of Swiss voters rejected joining the European Economic Community, which would have been a first step towards joining the EU. One of the reasons for Mr. Blocher's opposition to this step was that it would have infringed on Swiss neutrality, in his view. He won his victory against the wishes of the Swiss government. Now, since the beginning of the war in Ukraine, the Swiss government has again taken steps that Mr. Blocher opposes, namely the sanction system of the European Union against Russia. While emphasizing the plight and the suffering of the Ukrainians, he voiced his discontent that copying EU sanctions would endanger Swiss neutrality politics and announced that he is contemplating launching another referendum to anchor what he calls Switzerland's permanent, armed, and comprehensive neutrality into the Swiss constitution. This is what we are here today to discuss. Mr. Blocher, thank you very much for joining me. Herr Blocher, vielen Dank. Okay, grüß Gott. Grüß Gott. Herr Blocher, Sie haben sich jetzt zu Wort gemeldet in Bezug auf die Sanktionen, die die EU verhängt hat und die Schweiz dann kopiert hat. Und Sie sind nicht zufrieden damit, dass der Bundesrat hier eine Copy-Paste-Methode anwendet. Könnten Sie mir erklären, warum Sie das Gefühl haben, dass das die Schweizer Neutralität gefährdet? Ja, man muss sehen, der Bundesrat hat einen Richtungswechsel vorgenommen in Bezug auf die Neutralität. Was ist die schweizerische traditionelle Neutralität? Seit 200 Jahren ist die Schweiz dauernd neutral, also nicht nur von Fall zu Fall, wie zum Beispiel Schweden. Schweden sagt, wir entscheiden von Fall zu Fall, ob wir neutral sein sollen oder nicht. Aber die Schweiz ist immer neutral. Seit über 200 Jahren ist sie dauernd neutral. Zweitens, sie ist bewaffnet neutral. Sie hat eine eigene Armee, die die Sicherheit und die Souveränität und in der Bundesverfassung heißt es auch die Neutralität wahrt und schützt. Drittens, sie ist eine umfassende Neutralität. Also nicht nur in Bezug auf militärische Kriegsmittel, sondern auch auf andere Kriegsmittel ist sie in Bezug auf andere Kriegsmittel ist sie neutral, zum Beispiel wirtschaftliche Maßnahmen. Sanktionen sind ein Kriegsmittel. Das muss man deutlich sagen. Also in der Schweiz hatten wir einen Reformator, Ulrich Zwingli, also vor 400 Jahren, der hat gesagt, die Brotsperre, also die Maßnahmen, dass man den Leuten das Brot entzieht und sie verarmen, ist das grausamste Kriegsmittel, das es gibt. Und jetzt haben wir Sanktionen, weil die Amerikaner und die Europäische Union hat sich im Krieg zwischen Russland und Ukraine auf die Seite von Ukraine gestellt. Das ist nicht schlecht. Wir alle haben in der Schweiz große Sympathien dafür. Ein Land, selbstständiges Land wie die Ukraine, steht gegenüber einem mächtigen Aggressor und Russland gegenüber. Darum sind die Sympathien der Schweizer natürlich auch auf dieser Seite.
Aber das genügt nicht, einfach Verbarmen zu haben mit den Leuten, sondern der Bundesrat, die Regierung verpflichtet sich gemäß Bundesverfassung neutral, und zwar umfassend neutral zu sein. Für Ausländer müssen wir sagen, wir waren im letzten Jahrhundert in zwei der fürchterlichsten Weltkriege. Im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg. Mittendrin war die Schweiz. Rundherum war der Feind. In den 40er Jahren waren wir eingekesselt vom Nazi-Deutschland. Wir waren nicht auf dieser Seite. Aber wir haben dank dauernd bewaffneter Neutralität den Frieden gewahrt. Und das hat jetzt der Bundesrat durchbrochen. Und das, darum muss man das in die Verfassung nehmen, dass die Neutralität umfassend ist und auch die wirtschaftlichen Kriegsmittel einbezieht. Dieses, das Wort umfassend ist eigentlich die Innovation, die Sie jetzt im Moment vorschlagen, weil ja. Die ist so im Moment in unserer Bundesverfassung ja nicht drin. Also da, hier haben wir eine Lücke der Interpretation der Neutralität. Es ist, in der Bundesverfassung steht nur, die Regierung ist verpflichtet, die Unabhängigkeit und die Neutralität zu wahren. Die Neutralität. Und es sind drei Sachen. Unabhängigkeit, Sicherheit, Neutralität. Aber es ist nicht genau gesagt, was die Neutralität ist. Man sagt, ich sage jetzt umfassend, man sagt im Fachwort die integrale Neutralität. Das ist das Fachwort der Juristen, nicht wahr? Und das ist eine alte Streitfrage. Wir haben sie in der Geschichte einmal die integrale Neutralität schon aufgegeben. Das war nach dem Ersten Weltkrieg. Dann hat man den Völkerbund gegründet. Und die Schweiz fühlte sich auch verpflichtet, in den Völkerbund zu gehen, weil man gesagt hat, das ist das Welt des Friedensinstrument und da gehören wir dazu. Dann hat der Völkerbund gesagt, ihr könnt schon eintreten, ihr könnt auch militärisch neutral sein, aber nicht integral, wirtschaftlich nicht. Und dann hat Italien Abessinien besetzt, also das heutige Äthiopien. 1935, ja. Bitte? 1935, genau. Ja, 1935 besetzt, oder? Und dann konnte die Schweiz nicht mehr integral neutral sein, sondern sie war vom Völkerbund verpflichtet, jetzt Wirtschaftssanktionen gegenüber Italien zu machen. Und Italien hat gesagt, wenn du Schweiz das machst, ist eine Kriegsmaßnahme, dann werden wir die Schweiz oder Teile davon, sie haben vom südlichen Teil gesprochen, der Schweiz besetzen. Also es war sehr gefährlich. Man sieht, es ist eben eine Kriegsmaßnahme. Sie ist dann nicht so weit gekommen, weil der Völkerbund fiel dann auseinander. Man konnte es nicht mehr durchsetzen und die Schweiz hat es dann auch nicht gemacht. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat die Schweiz gesagt, wir kehren zurück zur integralen Neutralität. Seither sind wir integral neutral und das sollte man bleiben. Aber es ist in der Bundesverfassung nicht genau beschrieben. Darum möchte ich die Volksinitiative zu machen, dass man es ein für alle Mal hat. Also wir haben diese Bewegung eigentlich von einer integralen Neutralität zu einer differenzialen Neutralität im Völkerbund, dann zurück zu einer integralen Neutralität. Und während dem Zweiten Weltkrieg war die mehr oder weniger stark. Wobei auch dort die Schweiz eher beim Westen mitgemacht hat natürlich, als beim Osten. Besinnungsmäßig war sie bei den Alliierten. Ne? Mhm. Also die Engländer standen uns näher als Nazi-Deutschland. Aber in der Gesinnung schon, die Bevölkerung muss nicht neutral sein. Auch jetzt, sie darf für die Ukraine sein und alles machen. Aber der Bundesrat darf sich nicht damit begnügen, die Sympathien auszudrücken, sondern er muss neutral sein. Und die Schweiz muss ja dann immer ein Hilfsmittel nehmen. Ja. Weil einfach zu sagen, wir sind neutral, wir machen nicht mit bei den wirtschaftlichen Sanktionen, hat die Gefahr, dass dieses
diese Sanktionen umgangen werden, indem man die Geschäfte statt direkt über die Schweiz macht. Und dann ist man ja auch wieder Partei. Und darum hat die Schweiz in solchen Fällen gesagt, wir halten den Cours normal, also den normalen Handel, den behalten wir aufrecht, aber das Zusätzliche, das geht nicht. Also wir wollen nicht, dass die Maßnahmen unterwandert werden. Und damit sind wir auch immer durchgekommen. Es ist dann natürlich schwierig im Einzelfall, ist das Ausbau oder ist das noch Cours normal? Da will ich jetzt nicht ins Detail gehen, aber das ist eine Möglichkeit. Und jetzt kommt aber eine zweite. Ein Staat, der das macht, der hat auch besondere Stärken auf der Welt. Er ist ein neutraler Ort. Das ist vor allem wichtig, wenn sich Kriegsparteien oder Unterhändler treffen sollten. Die möchten sich an einem neutralen Ort treffen. Und dafür ist die Schweiz gut geeignet in Genf. Sie haben gesehen, schon im letzten Jahr sind die großen Treffen zustande gekommen von internationalen Gegnern, also Biden und Putin und so weiter. Das ist wenig, aber es ist immerhin ein neutraler Ort. Oder die Schweiz ist in Frage gekommen für wichtige Botschaftsfunktionen. Die Schweiz vertritt im Iran Amerika. Beide mussten einverstanden sein, hat man gesagt, ja, also die Schweiz ist ein neutraler, dauerneutraler Staat. Und darum ist das ein großer Wert, den wir nicht preisgeben dürfen, auch bei allen Sympathien, die man hat zur Ukraine. In dem Interview, das ich von Ihnen gelesen habe, haben Sie den Unterschied gemacht zur Neutralitätspolitik. Es gibt ja das Neutralitätsrecht und unter internationalem Recht ist es nicht verboten, dass auch ein neutraler Staat Sanktionen verhängt. Aber das ist natürlich eine separate Frage von der Neutralitätspolitik. Und die Neutralitätspolitik, wenn die Schweiz wahrgenommen wird von Russland als parteiisch, dann ist diese Karte verspielt. Das ist das Problem, oder? Ja, das eine ist ein juristisches Problem. Und das andere ist die Realität. Bei der Neutralität ist wichtig, dass sie glaubwürdig ist. Russland empfindet das, was wir jetzt getan haben, Sie haben es auch gesagt, ein Bruch mit der Neutralität. Wir sind immer über das politisch, über das Recht hinausgegangen. Also wenn das Neutralitätsrecht sagt, ja, man ist auch neutral, wenn man nur militärisch neutral ist, das ist auch neutral. Wie empfinden es die Kriegsparteien? Also eine Wirtschaftssanktion ist eine Kriegsmaßnahme. Wir sind jetzt eine Kriegspartei. Das hört die Schweiz nicht gerne. Aber es ist so. Wir haben jetzt bereits die ersten Maßnahmen. Also vor 14 Tagen wurde eine schweizerische Uhrenfabrik in Russland, die dort Uhren produziert, rechtmäßig, wurde überfallen vom staatlichen Beamten und ausgeraubt. Also die haben alle Uhren mitgenommen. Da haben wir die Schweiz gesagt, das ist doch nicht rechtmäßig, was die machen. Das stimmt, ist nicht rechtmäßig. Und die Russen sagen, ja, und die Sanktionen gegen unser Land, ist das rechtmäßig? Das ist eben Kriegsgeschehen. Es ist Kriegslogik. Ja, Kriegslogik. Und es ist typisch, dass sie eine schweizerische Uhrenindustrie gepackt haben. Nicht nur, weil die Schweizer Uhren besonders gut sind. Wäre das ein amerikanischer Betrieb in Russland, so schnell würden sie ihn nicht plündern. Weil das ist eine Großmacht, eine Atommacht noch, ist im Sicherheitsrat wie die Russen. Aber ein Kleinstaat wie die Schweiz, der eigentlich nur das Recht und nicht die internationale Macht zur Verfügung hat, die hat eben mit der dauerbewaffneten Neutralität ein Instrument, um sich nicht in den Krieg hineinziehen zu lassen. Und das hat sich bewährt.
Da gebe ich Ihnen recht. Die Frage allerdings ist, wenn Sie ein Referendum starten und die integrale Neutralität genau definieren und in die Verfassung hineinschreiben und die Schweiz dann keine Sanktionen mehr verhängen kann, was tun wir, wenn die USA ihre berühmt-berüchtigten Sekundärsanktionen anfängt zu verhängen gegen die Schweiz? Weil das macht die USA leider. Würden Sie da dem Bundesrat den Spielraum lassen, um in Ausnahmefällen doch Sanktionen verhängen zu können? Wie weit möchten Sie dieses Instrument beschneiden für den Bundesrat? Also wenn es eine Kriegsmaßnahme wäre, dann müssten wir dort neutral sein, auch neutral sein. Ich gebe zu, die Amerikaner haben schon im Zweiten Weltkrieg nicht viel Verständnis gezeigt für unsere Neutralität, weil sie gesagt haben, wer nicht auf unserer Seite ist, ist gegen uns. Mhm. Wer sehr Verständnis gehabt hat, das war England, Churchill. Churchill ist nach dem Krieg in die Schweiz gekommen und hat der Schweiz gedankt, dass sie eine Demokratie geblieben ist und die Freiheit verteidigt hat und dass sie nicht auf seiner Seite war, hat er gesagt, ist selbstverständlich, sonst wären sie in den Krieg reingezogen worden. Also das muss man auf sich nehmen. Und jetzt sage ich Ihnen, in der schweizerischen Diskussion jetzt, wir haben höchste Bankenvertreter gesagt, wir sind einverstanden mit dem Bundesrat, dass er das gemacht hat. Sie verlieren natürlich viele Bankkunden, russische Bankkunden, ist ja klar, weil sie die Maßnahmen vollziehen müssen. Dann sage ich, ja, aber warum? Sie als Schweizer Bank, Sie verlieren doch an Ansehen. Sie sind ja nicht mehr in einem neutralen Staat. Sagen Sie, aber in diesem Fall hätten wir es sowieso machen müssen, weil die Amerikaner hätten uns Banken dann unter Druck gesetzt und gesagt, entweder räumt ihr die russischen Gelder weg, wie wir das wollen, oder sie haben keine Verbindung mehr zu Amerika. Dann nicht, also keine Verbindung mehr. Geldmäßig werden sie abgeschnitten und so weiter. Also Bankmaßnahmen. Und dann hätten die Banken, die Schweizer, sich entscheiden müssen, gehen wir auf die Seite Russlands oder auf die Seite von Amerika. Kann sein, dass es praktisch auf das Gleiche rausgekommen wäre, weil sie natürlich gesagt hätten, ja, wir haben ja Großbanken in Amerika und wir stehen zu Amerika. Aber dann hätten Sie die Sache tragen müssen. Und jetzt können Sie sagen, Entschuldigung, ihr Oligarchen, euer Geld müssen wir jetzt wegschaffen. Nicht wegen uns, wir hätten euch gern behalten, aber der Staat befiehlt es. Und das ist das Gefährliche, nicht wahr? Also Sie haben das Gefühl, wenn man dieses Referendum durchsetzt, dann würden schlussendlich, wenn nochmal so eine Situation in Europa aufkäme, würde man dann auf das Level der Banken und der einzelnen Unternehmen sagen, okay, entscheidet euch selbst, aber nicht von Staates wegen wird entschieden, ja, für euch. Der Staat muss neutral sein, weil es dann in der Bundesverfassung steht. Und wenn es in einer Verfassung steht, auch bei anderen Ländern, das macht sehr Eindruck. Weil die Verfassung wird in anderen Ländern noch höher gewichtet als in der Schweiz. Weil in der Schweiz haben wir keine Verfassungsgerichtsbarkeit. Und zweitens, in der Schweiz ändert man Verfassungen relativ häufig. Also es ist nicht eine starre Sache. Also Deutschland, bis dann Deutschland eine Verfassung ändert, braucht es dann sehr viel. Und auch in Amerika sind Verfassungsänderungen selten. Das ist ein hohes Gut, nicht wahr? Absolut. Drum ist es wichtig, was dort drin steht. Da gebe ich Ihnen absolut recht. Die Frage ist meine Frage an Sie ist, wie sehr möchten Sie die Fähigkeit des Bundesrates beschneiden? Absolut niemals Sanktionen oder keine Sanktionen, wenn ein Krieg stattfindet? Also hätte der Bundesrat noch immer Spielraum oder nicht? Ja, also keine Wirtschaftssanktionen als Kriegsmittel. Das ist entscheidend. Es gibt ja auch andere Sanktionen. Also nehme ich ganz ein einfaches Beispiel.
nehmen Sie die Lebensmittelhygiene. Wenn man Sanktionen macht aus lebensmittelhygienischen Gründen, dass man sagt, du darfst nicht liefern, das ist gefährlich und so weiter, dann habe ich nichts dagegen. Das ist kein Kriegsmittel. Aber hier diese Sanktionen sind ein Kriegsmittel. Da kann niemand ernsthaft widersprechen. Und jetzt, wir sind an einem Ort gebunden. Wir sind ja Mitglied auch der politischen UNO. Jetzt leider auch gegen unseren Willen hat der Bundesrat und das Parlament beschlossen, die Mehrheit sogar in den Sicherheitsrat zu gehen. Dort wird es dann ganz schwierig, wenn man neutral ist. Dort sind ja die Siegermächte, haben ein Vetorecht. Also gegen Russland kann nichts passieren, sieht man ja jetzt. Oder gegen Amerika kann nichts passieren. Gegen England, Frankreich, China, das sind die Siegermächte des Zweiten Weltkrieges. Und was machen wir dann dort? Nehmen wir Partei oder enthalten wir uns der Stimme? Das ist ein anderes Problem. Aber wir haben uns in der, das ist ein Konsens, und da habe ich bis jetzt auch nichts dagegen getan, wenn die UNO eine wirtschaftliche Sanktion beschließt, da müssen ja alle einverstanden sein, auch die Veto-Staaten müssen einverstanden sein, dann muss das eine ganz schwerwiegende Angelegenheit sein, wo alle Staaten mitmachen, da würden wir dann auch keine Ausnahme machen. Und das wird auch so anerkannt. Aber dann ist es auch nicht mehr ein Kriegsmittel unter Staaten, sondern das ist eine Strafmaßnahme gegen einen Staat, wo alle Staaten der Welt der Meinung sind. Ich gebe zu, im Extremfall könnte es auch noch sein, dass dieser vielleicht kleine Staat gar nicht so im Unrecht ist, aber alle Staaten finden das. Das ist ein theoretischer Fall. Es ist ja auch so definiert, wenn die UNO ein mit Sicherheitsratsgenehmigung auch sogar militärische Aktionen startet, dann sind das offiziell nicht Kriegsmaßnahmen, sondern friedenssichernde Maßnahmen, auch wenn das ehrlich gesagt ja einfach nur Jargon ist, weil die Leute, gegen die dann das Militär eingesetzt wird, die empfinden das natürlich nicht so. Interessanterweise wurde das der Beitritt oder die Bewerbung der Schweiz, um dem Sicherheitsrat beizutreten, wurde von Frau Bundesrätin Kalmire gestartet. Frau Bundesrätin Kalmire hat aber auch ein ganz interessantes Buch geschrieben über die Neutralität, in der sie sich sehr dazu bekennt. Und sie ist der Meinung, dass die Schweiz durchaus neutral sein kann und im Sicherheitsrat mitmachen kann, weil, was Sie gesagt haben, wenn der Sicherheitsrat etwas beschließt, dann ist es nicht mehr eine Kriegsmaßnahme. Teilen Sie diese Auffassung oder nicht? Ja, das kann ich theoretisch gut nachvollziehen. Das stimmt. Ich habe ja gesagt, wenn die UNO eine Maßnahme beschließt, da müssen eigentlich praktisch alle Staaten, zumindest alle Staaten mit dem Vetorecht, diesen Beschluss gutheißen. Und dann kann auch der neutrale Staat sagen, also wenn alle Staaten, ist es auch keine Kriegsmaßnahme mehr. Man muss immer sehen, die dauernd bewaffnete Neutralität ist ein Sicherheitsinstrument im eigenen Lande. Aber was Frau Kalmire, sie hat ja einen eigenen Begriff geprägt, die reale Neutralität. Die aktive Neutralität, Entschuldigung, nicht reale, die aktive Neutralität. Ich habe oft gestritten mit dir, ich weiß nicht recht, was sie meint, weil natürlich die Neutralität zwingt ja die Politiker auch oft, nicht aktiv zu sein. Das reizt nicht, wenn die Beamten in Bern sagen können, ja, du bist ein ganz böser Staat, was du da machst. Und du verletzest die Menschenrechte. Kann ja sogar sein. Und so weiter. Und dann lassen sie sich schon hineinziehen, weil dieser Staat sagt, aha, bist du auch auf der anderen Seite des Staates? Bist du auch auf der Seite von Russland? Bist du auch auf der Seite von Ukraine und so weiter? Und das meint sie, mutig Stellung nehmen, auch im Neutralitätsfall, auch gegen andere Staaten.
man hängt da noch an, weil es, wenn es die Menschenrechte betrifft. Aber die Menschenrechte sind auch nicht eine so klare Angelegenheit. Seht das in Russland und Ukraine. Die Russen finden, die Ukraine hat schwere Menschenrechtsverletzungen gemacht vor dem Krieg im Osten der Ukraine gegen die russische Bevölkerung. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber sie sagen es. Und die Ukraine sagt, die Russen haben die Menschenrechte und das Völkerrecht verletzt, sind dort einmarschiert, finden wir ja auch. Und die Neutralität zwingt die Politiker, eben auch keine Partei zu nehmen. Die alten Schweizer sagen, Neutralität heißt auch stille sitzen, nicht in der Welt eine Rolle zu spielen. Und das will Frau Galmirey nicht. Sie will eine aktive und die Beamten und allen und ihre Leute, sie war ein Meda, die sollen herumreisen und Noten verteilen. Da wird man eben hineingezogen und sie ist sicher nicht für die integrale Neutralität. Es gibt diese zwei Möglichkeiten, wie man das Konzept verstehen kann. Entweder eine Neutralität, die einen mehr einschränkt, oder eine Neutralität, die viel internationalen Austausch ermöglicht. Und ich glaube, Frau Galmirey versteht es eher in der zweiten Art und Weise und möchte das wahrscheinlich auch so ausleben. Und Sie sagen eher, nein, es ist wichtig für einen neutralen Staat, dass er sich eben zurückhält und nicht zu ja. weit aus dem Fenster lehnt in eine oder die andere, auf die eine oder andere Seite. Ja, sehen Sie, die Frage ist immer die Parteinahme. Nehme ich Partei für einen und gegen einen anderen? Und ist das eine gefährliche Situation, zum Krieg führen könnte oder Krieg ist? Ein Austausch der Meinungen, also nach Japan zu gehen und zu diskutieren über die Neutralität und was gefällt uns an Amerika oder an Russland und so weiter, da sagen, da habe ich nichts dagegen. Aber wenn etwas passiert, wie jetzt in der Ukraine, dann kann man schon sagen, wir gehen nur hin und predigen. Aber wir nehmen jetzt Partei mit Wirtschaftssanktionen und schließen uns der EU und Amerika an. Jetzt kommt natürlich hier eine andere schweizerische Besonderheit dazu. Frau Galmirey gehört natürlich zu den Leuten, die eigentlich in die Europäische Union wollten. Also sie sagt es nicht so klar. Und wir sind der Meinung, das ist dann eine Frage der Souveränität, nicht nur der Neutralität, sondern des Selbstbestimmungsrechts. Und jetzt muss man die Besonderheit der Schweiz noch sehen. Der oberste Gesetzgeber in der Schweiz ist die Bevölkerung. Wir haben die direkte Demokratie. Und die Neutralität schützt auch die Bevölkerung vor Fehleingriffen der Politiker. Denn in die Kriege ziehen lassen sich eigentlich nicht Bevölkerungen, sondern die Politiker. Und das ist darum ist die Neutralität sehr stark verankert in der Bevölkerung. Nach dem Fall der Berliner Mauer Anfang 90er Jahre hat die, sagt die Klasse Politiker, die führende Schicht im Land gesagt, Neutralität braucht es nicht mehr. Es gibt auch keinen Krieg mehr. Braucht auch keine Grenzen mehr. Also idealistisch, nicht wahr? Es war der Ende des Zweiten Weltkrieges. Und dann, ich war in einer solchen hohen Kommission vertreten, habe ich gesagt, das ist doch nach wie vor gültig. Dann haben sie beschlossen, wir halten an der Neutralität fest, nur weil die Bevölkerung das will. Aber nicht, weil sie überzeugt waren. Da sehen Sie den Zwiespalt. Was halten Sie denn von neutralen europäischen Ländern, die in der EU dabei sind? Also Österreich, Irland sind beide EU-Mitglieder und neutrale Staaten. Haben Sie das Gefühl, das ist noch kompatibel? Ist das noch eine echte Neutralität? Oder sehen Sie das sehr interessant. Österreich steht da in der Verfassung von Österreich. Mhm. Sei neutral nach dem Vorbilde der Schweiz. Also ausdrücklich ja, eingebracht haben und verlangt haben dies nach der Freigabe von Österreich, nach dem Krieg, die Russen. Die Russen haben gesagt, wenn wir Europa
also selbstständig, also wenn wir Österreich selbstständig werden lassen, das mussten sie als Gesetzesmacht ja entscheiden, dann nur, wenn sie neutral sind, nach dem Vorbilde der Schweiz. Das merkt man, dass Österreich nach dem Vorbilde der Schweiz ist, also nicht eine urtümliche Neutralität. Ist ja klar, das ist aber eine andere Geschichte. Aber neutral kann man, wenn man Mitglied der Europäischen Union, nicht mehr sein nach dem Vorbilde der Schweiz. Ist nicht möglich. Sie haben auch gesehen, Österreich musste nicht lange beschließen, ob sie die mitmachen, diese Sanktionen. Sie sagen, wir sind Mitglied der EU und wenn die EU das bestimmt, dann macht man das, weil sie sind eben Mitglied der EU und haben sich verpflichtet. Das Gleiche ist auch mit den anderen neutralen Staaten. Sie müssen mitmachen, wenn die EU das macht, weil sie haben sich dem unterworfen. Und wir haben in der Schweiz die EU-Beitrittsdiskussion geführt und Herr Kohl vor allem, damals Bundeskanzler in Deutschland, hat immer klar gesagt, wer Mitglied ist in der Europäischen Union, kann nicht mehr neutral sein, denn die Außenpolitik gehört zu den Kompetenzen der Europäischen Union und nicht mehr der Länder. Das Interessante ist aber, dass es zum Beispiel Irland geschafft hat, in die EU-Verträge eine extra Klausel reinzuschreiben, dass Irland in der gemeinsamen Verteidigungs- und Außenpolitik nicht gezwungen werden kann, zum Beispiel militärische Einsätze durchzuführen. Also wir sehen, dass neutrale Staaten in der EU es geschafft haben, die EU, vor allem den militärischen Teil, ein klein wenig abzudämpfen. Sehen Sie da Potenzial, dass die Schweiz mit neutralen EU-Staaten mehr kollaboriert und auch mit neutralen Staaten außerhalb der EU, weil im Moment zum Beispiel Moldawien, also die Moldau und auch Serbien sich sehr stark gegen die Sanktionen lehnen und sagen, wir nehmen nicht Partei. Also diese Staaten machen das im Moment und die sind viel näher an Russland dran, also vor allem die Moldau. Sehen Sie da Potenzial zur Zusammenarbeit? Gut. Also diese Staaten, die Sie genannt haben, sind natürlich auch näher bei Russland als wir, nicht wahr? Aber das wäre bei der Beitrittsdiskussion, ist das ein Thema gewesen. Will man die dauernd bewaffnete, integrale Neutralität sagen, wir bleiben das? Das heißt, wir sind weder an der Außenpolitik, wir sind noch an der militärischen oder wirtschaftlichen Maßnahmen dann beteiligt. Das wäre eine Möglichkeit, um diesen Mangel wegzureden. Die anderen Mängel würden dann bleiben, nämlich dass die EU Recht setzt in vielen Dingen anstelle des Schweizer Volkes. Das ist ja der andere Punkt, nicht wahr? Aber das ist also weit weg. Bis jetzt hat niemand in der EU ein solches Signal ausgestoßen. Und es ist dann eine Überlappung, wie steht es dann mit der NATO? Nicht wahr? Das ist eine andere Sache als die EU. Die NATO-Staaten, die gehen ja über die EU-Staaten hinaus. Also Amerika ist der wesentliche NATO-Partner. Eigentlich die Waffeneinsätze der NATO sind heute unmöglich ohne Amerika, weil das ist der dominante militärische Teil. Das haben wir ja gesehen. Wenn die NATO eingesetzt hat, war es fast ausschließlich Amerika. Und dann, das ist natürlich, da wollen wir auch nicht Mitglied sein. Aber wir sind, leider sage ich auch, wir haben Partnerschaft für den Frieden, wir haben ja schöne Namen, Partnerschaft für den Frieden, eine Zusammenarbeit mit der NATO gemacht, eben aus Friedensgründen und haben damit aber außerordentlich die schweizerische Armee geschwächt, weil wir sie der NATO angepasst haben, statt auf unser Land konzentriert. Jetzt versucht man das nach dem Ukraine-Konflikt fast panikartig zu verbessern. Nicht nur wir, wenn Sie denken an Deutschland und so weiter, die haben ja die Armeen vernachlässigt, hat der amerikanische Präsident Trump recht. Der hat gesagt, als er nach Europa kommt, jetzt müsst ihr mal eure Armeen in Ordnung bringen. Diese NATO ist ja fast nur Amerika. Und jetzt versuchen sie das zu machen.
ob die NATO überhaupt als solche ohne Amerika einsatzfähig wäre, da habe ich meine ganz großen Zweifel. Es gibt diesen berühmten Ausspruch des ersten Generalsekretärs der NATO, warum die NATO existiert. Und er hat gesagt, sie existiert, damit die Amerikaner drin bleiben, die Deutschen unten und die Russen draußen. Und ich glaube, das ist noch immer so. Und Amerika ist. Das ist nicht ganz aus der Luft gegriffen, nicht wahr? Wenn man es zusammenfasst, ist es so, nicht wahr? Darf ich Sie noch fragen? Im Moment wird ja in Istanbul verhandelt und es scheint so, als ob endlich ein neuer Vertrag zustande kommen könnte oder eine Auskunft zustande kommen könnte und die Ukraine selbst neutral wird, weil das eine zentrale Forderung von Herrn Putin ist. Wie sehen Sie das? Also halten Sie das für realistisch? Halten Sie das für den richtigen Weg? Ich bin der Meinung, es ist der einzige Weg für die Ukraine, um zu einem Frieden, einen verhandelten Frieden zu kommen. Aber wie sehen Sie das? Also es ist sicher mal eine Lösung, damit die Waffen schweigen können und der Krieg beendet ist. Ob das eine dauerhafte Lösung ist, ist eine andere Frage. Also nehme ich mal an, es würde in diesem Abkommen stehen, dass sich die Russen zurückziehen. Das wäre ja die Bedingung. Zweitens, dass die Ukraine erklärt, wir bleiben neutral, sage jetzt mal nach dem Vorbild der Schweiz neutral. Dann hat die NATO keinen Platz, die Mitgliedschaft in der NATO und auch die EU-Mitgliedschaft keinen Platz für die Ukraine. Und wenn man Gewähr hätte, dass dann die starke Einflussnahme Russlands aufhören würde, wäre das ja eine Lösung. Und wenn dann Ukraine steht natürlich jetzt unter dem Eindruck eines Krieges, da weiß man nie recht, wenn sie hier nachgeben, wollen sie das oder müssen sie das? Also das wäre noch zu untersuchen. Aber es wäre ein möglicher Weg, sicher für den Moment. Meine Auffassung, aber die ist nicht die wesentliche, aber das vertrete ich seit Jahren. Russland hat sich nicht damit abgefunden, insbesondere auch die Denkweise von Herrn Putin, dass nach dem Kalten Krieg die Sowjetunion untergegangen ist und sie viele Vasallenstaaten verloren haben. Darum wollen sie den Einfluss auf die Ukraine, wie sie den Einfluss schon haben in Weißrussland. Sie wollen ihn in Kasachstan, nun in Usbekistan, wahrscheinlich auch auf die baltischen Staaten. Also das wäre zu untersuchen, ist der Wille von Russland, sich jetzt mit dem Status quo zu begnügen und hier die Sicherheit zu schaffen, dass der naheliegende Staat Ukraine nicht in den Einflussbereich der NATO und der EU kommt, sondern zwischendrin liegt, so quasi als ein Pufferstaat. Russland hat interessanterweise akzeptiert, dass die Mongolei sich für neutral erklärt hat. Auf der anderen Seite. Darum habe ich das Gefühl, dass wahrscheinlich neutrale Staaten tatsächlich als Puffer dienen könnten, so wie die Schweiz das als Puffer gedient hat zwischen Österreich, Ungarn und Frankreich. Also eine europäische Lösung für ein europäisches Problem. Das ging mit der Schweiz gut, weil die Schweiz hatte nicht die Absicht, unter dem Deckmantel der Neutralität mit anderen Großstaaten zusammenzuschaffen. Bei Russland ist das anders. Wenn die Ukraine neutral ist, setzt das auch voraus, dass es eine definitive Lösung wird, dass Russland den Willen hat, und nicht nur auf dem Papier, sondern in der Politik zu sagen, wir begnügen uns mit diesen Ostgrenzen von Europa oder Westgrenzen von Russland aus gesehen.
Und natürlich auch die Ukraine. Die Ukraine müsste das dann auch umsetzen, auch wenn es gegen ihren Willen ist. Das wird schwierig. Also, ich meine, das ist ja die Voraussetzung für einen solchen Frieden, dass beide diesen Willen haben. Und ich habe gehört, dass der Präsident der Ukraine eine Volksabstimmung durchführen müsste. Und die müssen dann dem auch zustimmen, das wäre schon mal stark. Eine Volksabstimmung in Russland wird es nicht geben. Sehen Sie eine Möglichkeit, dass die Schweiz Neutralitätsexport machen könnte und anderen Staaten helfen könnte, eine funktionierende Neutralität aufzubauen? Oder ist das zu weit gegangen? Ich warne davor, weil das ist eine schweizerische Neutralität mit einer schweizerischen Geschichte, mit einer schweizerischen Besonderheit. Und hier inmitten von Europa, ein Kleinstaat, ohne eine große militärische Macht. Also wir können uns nie mehr sehen, sagen, USA sollte neutral sein. Das ist eine Weltmacht. Oder den Chinesen habe ich nicht. Ich habe viel Kontakt mit Chinesen. Wäre mir nie eingefallen, sagen, seid doch auch neutral. Aber im Moment sind sie es ja. Die Chinesen sind im Moment neutraler als die Schweiz. Ja, im Verhalten meinen sie jetzt. Ja. In diesem Fall, das ist etwas anderes. Das heißt ja nicht, dass jemand, der nicht neutral ist, überall Krieg macht. Wie weit die Chinesen hier eine Rolle spielen, wissen wir ja nicht so genau. Aber müssen wir auch nicht wissen. Aber das ist eine Weltmacht und muss auch als Weltmacht behandelt, anerkannt werden. Die Russen sind es auch. Das war auch der Fehler natürlich. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges hat man Russland so als Nebenschauplatz bezeichnet auf der Weltbühne. Nach dem Kalten Krieg, oder? Nach dem Kalten Krieg, Entschuldigung. Und zwar hat man quasi gesagt, ja, man sieht, die sind eigentlich Konkurs gegangen, die Wirtschaft funktioniert nicht, die waren allen Staaten verloren. Das war der Fehler. Man hat auch Russland gekränkt damit natürlich. Das kennen wir aus der Geschichte. Man sollte Staaten, die verloren haben, sollte man ernst nehmen und nicht kränken und noch weitere. So ist das, gab für Hitler die Rechtfertigung für den Zweiten Weltkrieg. Wenn man nach dem Ersten Weltkrieg dieses Volk so drangsaliert hat, die Staaten weggenommen, also Teilstaaten weggenommen hat und eingeschränkt hat, und darauf konnte Hitler bauen, weil er sagte, das ist ungerecht, und eine Legitimation bekam. Es ist ähnlich etwas mit Russland. Russland sagt das auch. Man hat uns, sagen sie, die Vasallenstaaten aus dem Einfluss weggenommen, damit sie sich dort festsetzen können, die NATO, dann sind sie an der Grenze zu Russland, dann sind wir gefährdet. Das sollte man nicht tun, aber das ist jetzt abgelaufen. Darf ich Sie noch einmal fragen zum Referendum, das Sie planen? Haben Sie das Gefühl, dass, also das wird sicher wieder eine hitzige Debatte, wenn dieses Referendum zustande kommt? Im Moment sind ja mehr als 90% der Schweizer klar für die Neutralität. Also ich denke, ihre Chance zu gewinnen, ein solches Referendum ist relativ hoch. Aber könnte es auch umgekehrt die Debatte dahin anheizen, dass es Neutralitätsgegnern Aufwind geben könnte, weil man das jetzt wieder ernsthaft debattieren muss? Oder ist das etwas, was Sie aktiv wünschen, eine Neutralitätsdebatte in der Schweiz? Also ich möchte dieses Anliegen verankern in der Verfassung, aber ich möchte auch diese Debatte, dass die ernsthaft geführt wird. Sie müssen sehen, in den letzten 30 Jahren sind wir im Zustand der hervorragenden wirtschaftlichen Situation, des allgemeinen Friedens. Das sehen Sie ja, die Politiker glaubten gar nicht mehr an Krieg. Auch die Fachleute haben gesagt, ja, das gibt es nicht mehr. Und in den 90er Jahren haben große Strategen behauptet, die Vorwarnzeit für Krieg sei 10 bis 20 Jahre und solches Zeug. Da ist man eingeschlafen. Und vor allem die jungen Leute,
die können auch mit der Neutralität wahrscheinlich zunächst nichts anfangen. Also wenn man sagt, weißt, das ist ein Instrument, damit sich die Politiker da nicht in fremde Hände mischen und es Krieg gibt, sind sie schon dafür. Aber wenn man dann sagen muss, ja, braucht aber Nerven, das sieht man jetzt in der Ukraine. Die Bevölkerung, wenn man eine Abstimmung machen würde, ob man denen helfen sollte mit Wirtschaftssanktionen gegenüber Russland, so spontan würden sie sagen, ja, ja, das ist gut, dass man denen hilft. Aber das ist ja nicht eine entscheidende Meinung. Diese Auseinandersetzung, hoffe ich, die da vertieft den Sinn und den Zweck der dauernd bewaffneten, integralen Neutralität, wie sich in der Schweiz bewährt hat, wieder geführt wird. Und wenn halt dann die Mehrheit der Bevölkerung sagt, nein, wir wollen keine integrale Neutralität mehr, dann muss die Bevölkerung auch die Folgen tragen. Sie sind ein Basisdemokrat, Herr Bloch. Ja, ich habe es mit der direkten Demokratie, mit der Basisdemokratie wie mit der Neutralität. Ich wehre mich, dass diese für die Schweiz bewährte Institution den anderen Ländern quasi aufgezwungen wird oder zu missionieren. Seid auch direkt demokratisch. Ich weiß nicht, ob das in Russland funktionieren würde. Obwohl ich ein Demokrat bin und das für die Schweiz sehr gut finde, aber ich weiß nicht, ob das möglich ist, weil die direkte Demokratie ist nicht nur eine Volksabstimmung, dass man einen Zettel abgibt für Ja oder Nein für dieses Gesetz, Ja oder Nein für die integrale Neutralität, sondern das ist eine Kultur. Also ein Amerikaner hat mir mal gesagt, der lange in der Schweiz lebt, der hat gesagt, die Schweiz ist ein hochinteressantes Volk. Die streiten den ganzen Tag über politische Fragen, wo ich hinkomme. Aber es ist gleichzeitig das friedlichste Volk, das es gibt, habe ich gesagt. Das ist der Preis der direkten Demokratie. Jeder ist verantwortlich für das, was passiert. Man kann nicht sagen, die Politiker sollen es machen. Und ob diese Kultur vorhanden ist in anderen Staaten, weiß ich nicht oder ich glaube es auch nicht. In vielen Staaten erlebe ich gegenüber politischen Fragen fast eine Passivität. Ist auch klar, wenn ich jetzt an Russland denke, die waren doch nie eigentlich Demokraten. Die Zaren haben nicht eine Demokratie betrieben. Und nach der kommunistischen Revolution, das war doch keine echte Demokratie. Und auch heute, sie wählen zwar pro forma ein Parlament, aber es ist auch noch pro forma. Starke Gegner werden ausgeschlossen und beseitigt. Also es ist nur die Zustimmung zu einer Form, die auch sonst gelten würde. Herr Blocher, Sie werden jetzt mit der direkten Demokratie, mit diesem Instrument, ein Referendum starten, um das andere große Thema der Schweiz, die Neutralität, zu verteidigen, so wie Sie sie verstehen. Und ich werde sicher gespannt auf diese Diskussion blicken. Und ich möchte Ihnen vielmals danken, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Interview. Bitte bleiben Sie noch eine Minute dran, aber ich werde jetzt die Aufzeichnung stoppen. Vielen Dank, Herr Blocher. Gut, alles Gute.